Eine schrittweise Öffnung der Werkstätten hängt von vielen Komponenten ab. Einmal haben wir mit Sicherheit dieses Abstandsgebot einzuhalten. Zum anderen haben wir die Hygienevorschriften umzusetzen. Und wir müssen schauen, welche Menschen können diese Abstandsgebote, Hygienevorschriften von sich heraus einhalten und wie können wir eine Schulung vornehmen für die Menschen, die das vielleicht in ihrem Alltag im Moment noch nicht können. So. Das sind erstmal Grundvoraussetzungen und dann muss man sehen, ob die Flächen, die wir zur Verfügung haben, diese Abstandsgebote ermöglichen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es eine geringere Anzahl der Werkstattbeschäftigten zunächst einmal ist. In Baden-Württemberg fängt man mit 25% an. Die Frage daran ist, wer sind die 25%? Aber das bedeutet letztendlich, wir müssen diese ganzen Regularien einhalten. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht einen, ich nenne das jetzt mal Einbahnstraßenverkehr organisieren, dass man an einer Seite sich hineinbewegt ins Gebäude, an der anderen Seite herausbewegt und diese Dinge mehr sind zu berücksichtigen. Dann wird wahrscheinlich eine Problematik sein, werden die besonderen Wohnformen, sprich die Wohnheime, zu dem Personenkreis gehören, die schon in die Werkstätten können oder lässt man diesen Personenkreis zum Schluss in die Werkstatt gehen? Genauso ist der Personenkreis Tagesförderstätte für mich im Moment noch gar nicht in Blick genommen, weil da natürlich die Frage, wer kann da sich an dieses Abstandsgebot halten, nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Da werden wir wahrscheinlich jetzt lernen, wie die Kita-Eröffnungen funktionieren, wie da diese Möglichkeiten eingehalten werden. Und es wird darauf ankommen, in welchen Bereichen wir sind. Ich denke mal, im Bereich der Freiluft, im Sinne von Gärtnerei, Landwirtschaft, ist es nochmal ganz anders zu bewerten wie in einem engen Raum. Dort diese Abstandsgebote einzuhalten und das wird davon abhängen. Und ich glaube, das werden wir jetzt die nächsten 2 Wochen intensiv mit den Kollegen diskutieren. Und wir werden dann mit Sicherheit Anfang Juni die ersten Bereiche öffnen können, auf freiwilliger Basis der Menschen. Es gibt wahrscheinlich auch viele Menschen, die Angst haben, im engen Bereich zu sein. Der Transport ist nochmal ganz besonders zu bewerten, wie können wir mit unseren kleinen Bussen Menschen transportieren, geht das mit der ursprünglichen Anzahl oder muss die reduziert werden und so weiter. Das sind also ganz viele Dinge zu beachten, da sind wir jetzt dabei, von daher denke ich, es wird eine stufenweise Öffnung geben und es wird in diesem ersten Halbjahr keine Vergleichbarkeit sein wie vor der Pandemie und im zweiten Halbjahr wird es mit ganz vielen Veränderungen wahrscheinlich möglich sein, in eine Richtung zu kommen, die vergleichbar ist, aber Vergleichbarkeit in diesem Jahr herzustellen, glaube ich, wird fast unmöglich sein.